Das ist die GW St. Pölten. Und das? Und das auch. Die GW St. Pölten hat ihren Sitz in St. Pölten. Darum heißt sie auch so. Und das schon seit 1981. Aber das ist Geschichte. Die GW St. Pölten ist sehr vielschichtig aufgestellt. Das ist zum Beispiel ein Teil des Metallbearbeitungsteams. Manche davon machen gerade die Lehre, andere haben sie bereits hinter sich gebracht. Und wieder andere sind Ausbilder. Wer von euch war das noch gleich? Ach ja, genau. Das ist die Textilkonfektionierung. Das die Elektromontage und der Schaltschrankbau. Schilderdruck und Werbetechnik. Das Logistikteam. Das Serviceteam. Und das ist der Stangenlift. Da ist nichts Besonderes dran, aber er ist trotzdem ziemlich cool. Und das ist ein typischer Arbeitsplatz. Vielleicht dein typischer Arbeitsplatz. Hier lernst du unter anderem nicht nur feilen, messen, sägen, biegen, schrauben, fräsen, krimpen, zeichnen, warnlagern und programmieren, sondern wirst auch in Sachen Digitalisierung und Industrie 4.0 vorbereitet. Nebenbei lernst du auch noch, wie du präsentierst oder Kundengespräche führst. Keine Sorge, du musst mir jetzt nichts verkaufen oder so. Das sind Menschen, die für die GW St. Pölten arbeiten. Die GW St. Pölten stellt interessante Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein mit interessanten Hintergrundgeschichten. Der GW St. Pölten ist es auch egal, ob du männlich oder weiblich bist oder ob du eine Behinderung hast. Tatsächlich bietet die GW St. Pölten sogar eine Lehre für Jugendliche mit Behinderung an. Und das ist die Arbeitskleidung. Sie ist traurig ohne dich, also bewirb dich. Ach ja, in einem dieser Bereiche würde die GW St. Pölten dich ausbilden. Toll, oder? Die GW St. Pölten. Industriell, integrativ, innovativ. Wofür steht eigentlich das GW? Für gemeinsam weiterentwickeln.